旅行中最幸运的，莫过于每到一个城市的晴天，每吃一餐美食的满足，还有每走一趟旅途的遇见。Spark, der Funke, ist das Innovationsprogramm der ENBW. Mit dem Spark-Programm unterstützen wir Teams auf ihrer Reise von der Ideenentwicklung bis zum skalierfähigen Geschäftsmodell. Das Programm basiert auf 4 Bausteinen. Heute dreht sich jedoch alles um das Thema Spark 16 Tage. 3 Teams hatten 8 Wochen lang Zeit, an 2 Tagen in der Woche neben ihrer Vollzeitarbeit an sich und an potenziellen neuen Lösungen für ihre Innovationschallenge zu arbeiten. Immer mit der Herausforderung, das Thema kundenzentriert voranzubringen, am Team zu arbeiten und an der persönlichen Entwicklung durch gezieltes Coaching. Um ihre spannende Reise festzuhalten, haben wir sie immer mal wieder filmisch begleitet. Ja, letzte Woche war interessant. Letzte Woche war von Anfang ab, wir haben ein Thema gedacht zu haben. Das ist uns wieder richtig schön entglitten. Dann haben wir ein anderes Thema uns genommen. Das haben wir dann auch quasi wieder versucht wegzuwerfen. Das kam wieder wie ein Bumerang zurück. Und jetzt sind wir wieder dran und haben doch da irgendwo einen roten Faden für uns identifiziert, an dem wir uns entlanghangeln. Heute war ein spannender Tag, viel gelernt und haben unsere Vision nochmal geschärft und es hat uns ziemlich weitergebracht. Wie geht's mir heute? Heute Morgen ein bisschen durchwachsen, weil wir nicht wussten, wie es überhaupt weitergeht mit uns im Team, weil wir, glaube ich, ein bisschen mit den Ideen durcheinander gekommen sind, schon an Lösungen gearbeitet haben und dann im Grunde heute im Verlauf des Tages ja so wieder mehr kundenzentriert aufs Kundenproblem geschaut haben und ja, von der Ideengenerierung sind wir eigentlich jetzt ganz happy. Wir stehen heute am Tag 7 des 16-Tage-Programms. Bisher haben wir uns mit Research, sowohl im Desk-Research als auch in den Personeninterviews beschäftigt, haben die jetzt in den letzten Tagen ausgewertet, haben Key Findings generiert und heute ist es nach den BKW-Fragen erstmals in die Ideenfindung gegangen, das heißt Brainstorming, Brainwriting und die Teams haben sich heute an den ersten paar hundert Ideen versucht. 1492 ist echt gut. Also ich habe einen sehr positiven Eindruck davon erhalten, schon von Anfang an. Es ging mal hoch, mal runter. Ist ganz normal in so einem tollen Programm. Ich bin positiv überrascht. Ich war gespannt, wie es wird und dachte, es wird nicht so gut, wie es jetzt geworden ist. Auf jeden Fall eine sehr tolle persönliche Entwicklung gemacht und sehr viel gelernt. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt. Habe bisher sehr viel gelernt, freue mich jetzt auf den Pitch nächste Woche. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, wissen, wohin wir wollen und freue mich danach auf die 16 Wochen. Ich möchte auf jeden Fall weitermachen. Ja, für mich war der Prozess sehr spannend, weil ich gesehen habe, wie im Konzern Innovation passiert. Bei uns in einem kleineren Umfeld. Passiert es natürlich sehr viel direkter, aber ich finde, dass die ENBW mit dem Programm 1492 tatsächlich einen sehr guten Ansatz gefunden hat, Leute in dieses Start-up-Denken reinzubringen. Ihr habt jetzt auch Lust bekommen mitzumachen? Dann meldet euch doch einfach direkt bei mir an für die nächste Staffel. Ich freue mich auf euch.